Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Ich kämpfe mich gerade wieder nach oben zu Experte. Ganz gut gewonnen die letzten Runden. Wir nehmen trotzdem einfach die Burg. Auch Champion nehmen können. Welcome Und nehmen die to Burg. Nova. Pyro am Start. Gargoyle Katze in, Katze raus, dafür Blume rein. Ja, das sieht ganz gut aus. Blume Pyro, super Kombination, beides Flächenschaden. Deswegen machen wir hier den Pyro-Start. Können da mit dem Ochsen noch ganz gut Defensive rausholen. Super gut. Drüben ist der Ochse schon am Start. Okay, da bei Piraten habe ich aber auch lange nicht mehr gesehen, muss ich sagen. War lange nicht mehr da. Weiß nicht, ob das eine Fiesta-Strategie ist oder nicht. Wir schicken auf Gelb, wir gucken die mal an. Wieder viel Fiesta. Ne, hat viel Auszahlung gespielt. Eigentlich nur Auszahlung. Aber das ist doch keine Auszahlung, wenn du zwei scheiß Piratenskelette hinstellen willst. Das glaube ich nicht. Nie im Leben. Fünfter Worker geht rein, weil wir gleich einen Gargoyle mit dazu packen. Und zwar genau hierhin. Echse rein. Ach, göttlicher Segen ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Er muss die ganze Zeit halten. Und es ist nutzlos. Das ist der dicke Pirat. Ich glaube, es hält doch. Der regeneriert zu fett und kann dann auch dodgen. Das Mistding. So, aber genau das können wir ja auch machen. Kommt den Kopter noch mit dazu. Boah, der hat aber eine gute Reichweite. Können wir davor packen. Gut, und die Schnecke. Oh, Pyro ist gleich down.
ein Robo durchgelassen. Fürs Upgrade. Ja, Dick ist schon tot. Seraphine arbeitet das weg. Ja, der hält zu viel am Anfang. Also wir gehen am besten King Ups und gehen dann auf die 9. Das macht am meisten Sinn. Auf der 9 ist sowohl der Pirat als auch der die Seraphin schwach. Ein böses Gefühl, dass wir irgendwie die Runde nicht halten. Gucken wir mal. Ja, der Pyro ist ganz schnell down. Blut ist weg. Nicht durchgelassen. Den einen hat er noch gekillt, das ist okay. Sind aber billig. 20 nur. Auf jeden Fall zwei Worker pushen. Machen wir King ab und senden später 11 oder so. Macht am meisten Sinn. Ja, magischen Schaden hat er nicht, 11 wäre okay für ihn. Wir sind HP mit am Start. Aber die
halten auch nicht so viel aus. Viel Stichschaden. So. Ochse steht. Und sogar noch dazu. Gar nicht so leicht. Mit Metzger ist er natürlich noch fetter. Das geht wieder ordentlich auf die Fresse. Ich werde auf jeden Fall trotzdem zwei Worker bauen. Ja, sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Ah, die Allergie, Mensch. Und sieht das wirklich nicht gut aus. Nimm die Echsenarmee. Ich baue noch einen Führer auf, Blume mit hin. Und dann können wir auch 12 VS reinhauen. Das auf jeden Fall. Wenn wir so lange leben. Ich bin schon ganz schön weit runter. 80, die sind aber auch ganz weit runter. Das kann ich vielleicht noch abwehren. Er wehrt das selber ab. Ganz zufrieden bin ich irgendwie nicht. Mach hier ein Upgrade raus. Komm, auch noch Rob rein. Bisschen magischer Schaden noch oben drauf. Die haben aber auch von den Einheitenwerten nicht nochmal. Holy shit.
Das ist schon hart. Ja, ich komme auch durch, auch wenn es nicht viel ist. Aber hier ist einiges durchgekommen, das bringt uns ein bisschen was. Ich kann auch ein bisschen was noch blocken, der Pyro lebt noch gerade so. Aber der Ochse steht vorne. Da müssen wir uns aber ganz schön reinhängen, wenn wir noch gewinnen wollen. Fünfzehn, maybe. Oh. Wir haben krass viele Worker, weil die am Anfang so viel rausholen konnten. Dagegen stinkten wir ganz schön ab. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ja, wir müssen jetzt. Okay, das haben wir jetzt noch geblockt. Das ist nicht schlecht. Wir haben auch gut was abgewehrt. Jetzt hier ein paar Goggles aufbauen. Locker aufbauen. Ich muss überbilden hier. Wir sind sonst abgekackt. Muss mich da richtig reinhängen. Gucken wir mal. Sammeln, okay. Gut, dass ich nicht alles für Locker ausgegeben habe. Sind auch wieder ganz gut dabei. Kacke. Die sind jetzt nicht so viel fetter als wir. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment so aussieht. Ist kacke für mich. Ja. Ist schon richtig. Den werte ich auf. Ja, was bleibt mir großartig übrig, ne?
Außer Echsen kann ich nicht großartig viel schicken. Ich brauche ja den Stichschaden für die Säcke. Ich bin aber nicht so weit unten. Ja, den Golem. Du, wie verhärtet. Oh, ich schaff's. Yes, my lord. Horizon. Die haben es aber auch geschafft. Oh, holy shit, das ist close. Wir dürfen nicht einmal noch verscheißen. Dann ist vorbei. Fürsten, hm? Wir sollten auf 18 probieren. So, jetzt habe ich jetzt mal ein Fürst des Todes gebaut. Aber ja, wenn wir einmal verkacken, ist Schluss. Dann sind wir tot. Mit 11 Leben, 11%. Das ist nicht viel, ne? Ja, ich würde schon sagen, vielleicht sollst du jetzt verhärten. Jetzt haben wir es ja doch immer noch ganz gut gehalten. Schauen wir mal. Wir haben noch einen Drachen geholt. Einer ist noch da. Oh, hier sieht es schlimm aus. Komm schon, komm schon! Ja! Kacke. Das war knapp. Schade. Sehr schade, aber es war ein gutes Game. Da haben wir uns nochmal zurückgekämpft. Er hat wirklich damit gestartet und dann mit zwei Piraten. Hat wahrscheinlich mehr Worker geholt. Gucken wir mal, Level 1. Hm, 4 Worker. Na ja, gut. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.